der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 19. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Wieder erwarten heute keine Live-Sendung, wie es letztes Mal angekündigt, sondern doch eine voraufgenommene Sendung, hat mit dem zu tun, dass mein Studiogast auch sehr beschäftigt ist und gescheiter, glaube ich, war, dass wir die davor aufzeichnet haben. Dann haben wir mehr oder besser einen Termin finden können. Ich glaube, es ist dann auch so die Vorweihnachtszeit. Es kommt ja dann auch zu dem Zeitpunkt, wo Sie die Sendung jetzt hören. Weiß ich jetzt nicht, ob wir da vielleicht sogar in dem Bereich sein Nikolaus. Ja, die ganzen Umzüge sind vielleicht dann auch Krampusumzüge und wie auch immer. Christkindlmarktbesuche und so. Also vielleicht ist ganz gut, das voraufgenommen zu haben. Ja, meine Damen und Herren, die heutige Sendung hat das Thema Verkehr, / Mobilität und Sinn. Was das jetzt genau heißt, haben Sie sich vielleicht schon im Vorfeld gefragt, wenn Sie die Sendung gesehen haben auf www.sinn-los.at. Sie wissen ja, wie ja in der Einleitung schon gehört, Sie können da alle vergangenen Sendungen herunterladen und Sie können sich auch informieren über die zukünftigen Sendungen und natürlich können Sie sich auch informieren über den heutigen Studiogast. Elmar Huber, Verkehrspsychologe, Arbeitspsychologe, auch in diesen Feldern tätig, von der Ausbildung her auch noch andere Ausbildungen, Zusatzausbildungen. Aber wenn Sie mehr über den Studiogast einfach sehen und ja sich erkundigen wollen, dann, wie gesagt, gehen Sie auch auf die Homepage, da finden Sie dann den Link zum Institut Vorrang, wo der Herr Huber tätig ist. Ich würde sagen, dass wir uns ein bisschen, dass Sie sich ein bisschen mehr informieren können, beziehungsweise sich einfach gefühlsmäßig gut einlassen können auf die heutige Sendung. Machen wir wieder am Anfang den existenziellen Steckbrief, wie gewohnt. Elmar, Name? Elmar Huber. Geboren? In schönen Vorarlberg in Feldkirch 1973. Aufgewachsen? Auch in Vorarlberg im Wallgau, im sonnigen Wallgau, wie es so schön heißt. Sonniges Wallgau. Ja, ich kenne mich nicht so gut aus in Vorarlberg, aber okay, für was steht das Wallgau? Das Wort Wallgau ist ganz ein altes Wort, Vorarlberger Wort, von den Walliser her. Die ganz genaue Erklärung weiß ich nicht, aber wir sind auf der sonnigen Seite des Wallgaus. Auf der sonnigen Seite des Wallgaus, wow, klingt gut. Elmar, was verbindest du denn mit deiner Kindheit? Aufgehobenheit, ein tolles Zuhause, Konstanz, ja, Unbeschwertheit, die Freiheit, mich entwickeln zu können. Ja, sehr viel, sehr viel. Und dann, so nach der Kindheit? Nach der Kindheit bin ich dann nach Tirol gewechselt, sprich nach der Matura, bin jetzt also das halbe Leben in Tirol und habe hier studiert. Ja, und bin jetzt sozusagen halb Vorarlberger, halb Tiroler. Halb Vorarlberger, halb Tiroler, okay, ja, ja. Und wirklich so in dieser Halb-Halb fühlst du dich? Oder ist so, dass du sagst, na okay, in Herzen bin ich Vorarlberger und keine Ahnung, mit was dann im Kopf bist du Tiroler oder keine Ahnung, kann man sowas überhaupt sagen? Kann man schwer sagen. Also ich bin mittlerweile sicher mehr Tiroler als Vorarlberger, aber ich fühle mich sowohl als auch wohl. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie die Sendung regelmäßig verfolgen, dann kommt Ihnen da vielleicht, weiß ich nicht, ob Ihnen das in den Sinn kommt, mir kommt es ein bisschen in den Sinn, es hat ja einmal eine Sendung gegeben, da ist es gegangen um Heimat und Sinn, das war die Sendung Nummer 8. Da haben wir nochmal über die Grenzen von Österreich hinausgeschaut, da haben wir in dem Fall zwei im Sozialbereich tätige Personen da gehabt, die Schenai und in Oos. Und bei der Schenai und Oos, da war es ja so, stammen beide aus der Türkei und da war ja auch so das, gell? Wo ist Heimat? Wer bin ich?
Und das ist zwar jetzt da nicht ganz das Gleiche, eh klar, aber schon auch, ich denke mal, da ist halt regional eher bezogen, oder? Also nicht weit weg, oder? Vorarlberg, Tirol und trotzdem aber irgendwie, glaube ich, auch was anderes, oder? Ist so? Oder ist es komplett gleich? Ich denke, da wird viel Unterschied auch gemacht. Der Hauptunterschied ist natürlich der Dialekt. Da habe ich halt beide Vorteile. Ich fahre jede Woche hin und her zwischen Tirol und Vorarlberg, also von dem her kann ich das gut verknüpfen für mich und fühle mich, wie gesagt, eigentlich da beiderseits wohl. Genau, du bist ja beruflich in Baden. Auch beruflich unterwegs in beiden Ländern, ja. Genau. Okay. Ja. Elmar, was machst denn du gern? In meiner spärlichen Freizeit, ich habe Familie mit zwei kleinen Kindern. Wenn ich mal wirklich Zeit für mich habe, würde ich gerne wieder mehr Radl fahren gehen. Das sind meine Pläne fürs nächste Jahr bereits. Ja. Ich habe sonst sehr viel zu tun mit der Arbeit, aber auch mit der Technik, die mir die Arbeit ermöglicht. Da ist viel im Computerbereich zu tun und erledigen. Ich lese sehr gerne, nutze auch da die entsprechenden Medien. Ja, höre ab und zu auch gerne Musik zwischendurch. Und ansonsten beschäftige ich mich viel mit den Kindern und der Familie insgesamt. Elmar, wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen unterhalten drüber, über was wir die Sendung machen könnten. Und da ist mir natürlich bei dir so ganz stark ins Auge gesprochen, dadurch, dass du für mich so Leib und Seele eigentlich, ich sag primär würde ich die in dem Bereich Verkehrspsychologie sehen. Gell? Da bist du ja, glaube ich, auch hauptberuflich einfach tätig und auch so der andere Bereich Arbeitspsychologie, wo ja auch immer wieder auch Projekte sich ergeben. Jetzt im Vorfeld war ja ganz am Anfang so dieses Lied von der ERV 300 PS, gell, wo es ja, glaube ich, ja ganz viel um, ja, also ein bisschen fast, wenn man dieses Lied hört, dann lächelt man ja eigentlich, oder? Es ist ja extrem überspitzt und bringt aber schon, glaube ich, so wesentliche Faktoren schon auf den Punkt, oder? Ja. Und wir haben ja ein bisschen auch diskutiert, gell? Wie könnte denn das Thema wirklich lauten? Hast du jetzt Verkehr? Hast du Verkehr und Mobilität? Ich glaube, von deiner Seite war dann schon auch, okay, irgendwie geht es da um Risikobereitschaft, ja? Ja, das Lied trifft die sogenannte österreichische Seele sehr gut und sehr genau und das lerne ich fast täglich in meiner Arbeit kennen im Zusammenhang mit den Schulungen, die durchgeführt werden. Ja. Also dieses Verwirklichen durchs Fahrzeug, dieses Leben teilweise im Fahrzeug auch, also teilweise sogar wörtlich gedacht. Und auch der persönliche Sinn des Einzelnen, das sind auch im Übrigen dann nicht nur die jungen Fahrer, die sich sehr stark über Verkehrsteilnahme, über eigenes Fahrzeug, eigenverdientes Fahrzeug und dann natürlich bis hin zu PS-Stärke, Motorisierung und Ausleben verbunden sind. Also das sind ganz wichtige Beziehungspunkte auch für die eigene Sinnentstehung. Für das eigene Leben. Viele sagen ja auch, das Fahrzeug als mein verlängerter Fuß oder verlängerter Arm. Ja. Weil du zuerst gesagt hast, so das wirklich sprichwörtlich Leben im Fahrzeug, das ist da auch schon untergekommen, dass wirklich Leute dann im Fahrzeug leben? Im bildlichen Sinne sehr wohl, sehr oft sogar, dass man sagt, okay, was tue ich, wenn ich Freizeit habe? Ich fahre einfach gerne. Ich lebe auf, wenn ich fahren kann. Ich kann mich sogar entstressen und beruhigen, wenn ich fahren kann. Also da lernt man alle möglichen Bezüge kennen, wo die Leute einfach einen starken Bezug zu ihrem Fahrzeug herstellen. Im wörtlichsten Sinne habe ich es aber auch schon erlebt, dass jemand keine Wohnung mehr gehabt hat und wirklich sein Fahrzeug dann sein Lebensmittelpunkt im umfassendsten Sinne gewesen ist. Ja. Und das auch nicht als Problem erlebt worden ist. Nicht das Problem erlebt von der Person jetzt selber oder Person, vom Umfeld? Von der Person in dem Fall. Also okay, ja. War natürlich dann im Sommer. Ja. Geht's leichter. Ja. Ich kenn's auch so aus der Tätigkeit, der psychologischen Tätigkeit, habe auch einmal jemanden Behandlung in Beratung gehabt, auch mit dieser Problematik, wohnungslos im eigenen Fahrzeug lebend. Gell? Und da war natürlich so dieser Aspekt auch nochmal natürlich mit drinnen. Wie reagiert das Umfeld drauf? Gell? Also wo wird er eher ausgrenzt, weil eine Wohnung einfach dazugehört und weil Fahrzeug zwar nett ist, aber Wohnen drinnen, natürlich so auch diese Alltagsprobleme. Gell? Ist zwar jetzt eine andere Schiene, aber trotzdem, wie wasche ich mich, wie kleide ich mich um, wie schaue ich, dass geheizt ist und so weiter. Was natürlich da auch nochmal dazukommt. Ja. Interessant. Elmar, bevor wir
so weiter auf diese, wie wir ja hören, ganz, ganz Vielfältigkeit eingehen, gell? Für was da Mobilität, Fahrzeug, für was diese Themen, auch nochmal diese verbundenen Themen, was du ja ansprichst, auch dann das Thema Sinn, wie das miteinander verbunden ist, kommen. Du hast uns einen Haufen Lieder mitgebracht. Was könnte man denn jetzt an dieser Stelle am besten spielen? Es würde sich jetzt thematisch vielleicht gerade anbieten, On the Road Again. Da gibt es verschiedene Versionen von diesem Lied. Mir persönlich gefällt am besten die von Status Quo. Also Status Quo, On the Road Again. Meine Damen und Herren, Sie hören Freirad 105,9 im Stadtgebiet Innsbruck, die Sendung Der existierende Mensch, heute zum Thema Verkehr, Mobilität und Sinn. Mein heutiger Studiogast hier im Studio, Elmar Huber, Verkehrspsychologe, Arbeitspsychologe. Ja, Elmar, wir haben davor jetzt ganz viel über Sinn, Hintergründe der Mobilität gesprochen. Ich habe da im Vorfeld ein bisschen mehr erkundigt im Internet, ein bisschen geschaut, Statistik Austria, so, ja, einige Zahlen, was Sie vielleicht, meine Damen und Herren, auch interessieren könnte. Aktuell, Sie wissen ja, aktuell heißt immer natürlich auch das vorige Jahr. Einige statistische Werte sehen wir jetzt von 2012, 2013 wird jetzt so langsam dann reinkommen. Was ich da gefunden habe, war, 2012 haben wir 41.000 Unfälle gehabt, Verkehrsunfälle, mit fast 41.000 Verletzten und davon 531 Verkehrstoten. Demgegenüber, wenn wir die Kfz-Neuzulassungen anschauen, haben wir über 400.000, also genau 435.000 Neuzulassungen. Und weiters vielleicht noch ganz kurz, dann überfordere ich Sie nicht damit weiteren statistischen Kennwerten. Man könnte sagen, in Österreich kommt auf 1.000 Einwohner 543 BKWs. Das heißt eigentlich, jeder zweite hat einen BKW. Ja. Also von dem her, wie du sagst, es scheint so das Thema Kraftfahrzeug, Mobilität, so von der Zulassungsstatistik jeden zweiten betreffen, aber ist so jeder zweite oder würde ich sogar sagen nochmal mehr? Gut, die Statistik ist natürlich jetzt nicht eins zu eins umsetzbar, da sind die ganzen Fuhrparks und Unternehmen ja auch alle drinnen. Also. Ja, klar. Aber natürlich kenne auch ich, ich stamme selber einer Familie mit zwei Fahrzeugen, weil es halt irgendwie nicht anders geht oder man sich das erfolgreich einbildet. Und viele Familien heutzutage müssen sie ja haben, um unter Anführungszeichen viele, die beide Elternteile zum Beispiel arbeiten müssen, dann irgendwie beide mobil sein müssen. Nicht jeder wohnt in Bahnhofsnähe, nicht jeder hat einen Arbeitsplatz wieder in Bahnhofsnähe. Also es sind einfach auch Sachzwänge, die oft zu mehr Verkehrsteilnahme führen und halt oft auch wirklich Verkehrsteilnahme in Form von Auto oder auch zwei und dritte Auto vielleicht sogar. Wenn man Großeltern mit einbezieht und wenn die Kinder dann erwachsen werden, natürlich auch Fahrzeuge der Kinder. Also steigendes Verkehrsaufkommen ist natürlich ein gewaltiges Thema. Das merkt man ja, wenn man diese Zahlen längsschnittlich betrachtet, einfach zurückgeht in der Vergangenheit. Und wenn man das berücksichtigt, dann muss man eigentlich froh sein, dass die Unfälle nicht deutlicher mehr geworden sind. Also möglicherweise geht da alles in die richtige Richtung, dass die Unfälle verhältnismäßig zur Zunahme des Verkehrs eigentlich stagnieren. Das heißt, real sogar wirklich nachlassen. Aha, okay. Ja. Das ist doch eine schöne Entwicklung und da ist ja unsere Bundesregierung dahinter unter Vorgabe der EU. Es gibt ja einen Verkehrssicherheitsplan, Verkehrssicherheitsleitfaden, der unter Vorgabe der EU erstellt ist. Der momentan ist gültig bis 2020. Da gibt es sowas wie eine Vision Zero. Also da wird geschaut, wirklich jeden Toten wegzubringen. Und jeder einzelne Tote ist ja zu viel und diese Statistiken sind ja insofern irreführend, dass jeder eine Freude hat, wenn 50 Tote weniger sind, aber natürlich 530 Tote sind immer noch 530 Tote zu viel. Genau. Und wir sind auf einem guten Weg. Also vor 10 Jahren waren wir in etwa bei 1000 Toten und jetzt haben wir es doch auf fast die Hälfte geschafft. Ja. Bei den Unfällen an sich geht es nicht so deutlich zurück, aber wie gesagt, man muss immer wieder berücksichtigen, der Verkehr nimmt immer noch zu. Und Elmar, wenn sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen vorstellen, in was für ein Bereich und wie du genau tätig bist, gell? Was wäre denn da wichtig? Ich glaube,
keine Ahnung, wie viel und wer zuhört. Vielleicht haben auch einige schon gewisse Maßnahmen genossen. Wie können wir uns das vorstellen? Wo kommst du in Erscheinung Richtung Verkehrspsychologie? Der Verkehrspsychologe tritt da in Erscheinung, wo eigentlich die Schnittstelle ist zwischen dem eigenen Recht des Einzelnen, sich fortbewegen zu dürfen, hin zu dem, dass vielleicht dadurch Gefahren für die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer entstehen. Das heißt, jemand, der zu schnell fährt, jemand, der alkoholisiert ist, jemand, der eine besondere Verantwortung übernehmen will im Straßenverkehr, Beispiel Busfahrer, aber auch Beispiel Einsatzfahrer. Das sind die Personengruppen, mit denen der Verkehrspsychologe arbeitet, und das ist ein ganz spannendes Feld. Die sind die Personen, mit denen du arbeitest? Wie können wir uns das vorstellen? Muss eine Person dann quasi verkehrsauffällig werden, um dann erst so in diesen Genuss einer Maßnahme zu kommen? Oder arbeitest du auch präventiv im Vorfeld? Man versucht es natürlich auch präventiv zu arbeiten, in Fahrschulen zum Beispiel oder auch im Rahmen von Vorträgen, beispielsweise bei Pensionistenverbänden oder auch im Rahmen von Vorträgen bei Rotkreuzorganisationen. Der Regelfall ist allerdings der auffällige Lenker, der dann auch behördlich zuerst einmal sanktioniert wird mit Maßnahmen, sprich Führerscheinentzug, Geldstrafe. Ich denke jetzt vor allem an die Geschwindigkeitsüberschreiter, an Alkoholauffällige, wobei der Weg zum Verkehrspsychologen dann wirklich erst bei starker Auffälligkeit stattfinden wird. Also klingt jetzt nicht nachher gerade ein leichten Feld, oder? So mit, da ist jemand, der auffällig geworden, hat dann quasi eine Auflage bekommen von der Behörde, oder? Und kommt mit dieser Auflage zu dir. Vielleicht also in Richtung, wieso muss ich jetzt zu dem, eigentlich will ich das gar nicht, eigentlich beschränkt mir das ja ganz in diesem Grundbedürfnis, wie du am Anfang gesagt hast, so in meiner Mobilität, in meiner Freiheit, oder? Und damit ich diese Freiheit wieder weiter entsprechend nutzen kann, oder? Brauchst du das dann, ja? Das ist genau das Spannende eigentlich an der Arbeit. Natürlich kommen diese Personen nicht freiwillig. Das ist aber, glaube ich, auch nachvollziehbar und auch okay. Da darf man nicht böse sein. Aber trotzdem sollte oder muss es eigentlich gelingen. Und dann sind auch diese Tätigkeiten am tollsten für beide Seiten, nämlich, und auch am ergiebigsten, dass man sagt, okay, was mache ich jetzt draus? Jetzt muss ich eh schon da sein, muss es auch wahrscheinlich bezahlen. Jetzt schaue ich mal als Teilnehmer der Veranstaltung, sei es jetzt eine Nachschulung zum Beispiel, was kann ich da maximal Nutzen für mich ziehen? Und da kann man dann schon immer wieder am gemeinsamen Strang ziehen, weil keiner möchte eigentlich ja wirklich, wenn ich jetzt den Alkoholauffälligen hernehme als Beispiel, wirklich jemanden gefährden. Also das sind ja keine Menschen, die jetzt aus moralischen Gründen verwerflich sind oder verwerfliche Taten begehen, sondern das sind im Grunde genommen alles Leute, denen das unter Anführungszeichen passiert. Da kann man natürlich dann sehr schön auch arbeiten und viele Sachen einfach herauskitzeln. Warum ist es passiert? Warum passiert es bei anderen? Und wie könnte man es für die Zukunft vermeiden? Und dann hat man eigentlich schon einen recht guten Draht normalerweise. Dazu fällt mir so ein Zitat von Viktor Frankl ein. Viktor Frankl, fleißige Hörer, Hörerinnen wissen's, Begründer der Methode, Psychotherapierichtung, Existenzanalyse, Logotherapie. Viktor Frankl hat einmal so gesagt, weiß ich jetzt nicht, der Elmar, inwieweit das so dazu passt, aber ich könnte mir schon vorstellen. Wenn wir nicht in der Lage sind, eine Situation zu ändern, sind wir gefordert, uns selbst zu ändern, oder? Wenn wir so sagen, keine Ahnung, also da geht's ja um Situationen, oder? Es ist was passiert, ja? Irgendwelche Grenzen wurden überschritten, zum Beispiel Alkohol oder irgendwas anderes, oder? Und ich glaube ja mal, keine Ahnung, würdest du uns vielleicht noch was sagen, geht es ja sicher auch darum, dann zukünftig das zu vermeiden, dass dieselbe Situation immer wieder auftreten wird, beziehungsweise sogar noch schlimmere Situationen dann kommen, oder? Und dann praktisch von den situativen Aspekten weg zu den persönlichen Aspekten, die Person betreffend, die eigentlich das Auto lenkt, zu kommen, oder? Ja, da hat der Viktor Frankl schon was Gescheites gesagt, was auch die Verkehrspsychologen unterstreichen können. Natürlich, das ist unser tägliches Brot. Ich nehme es in einem Beispiel, dann wird es vielleicht verständlicher, die Situation. Ich habe einen Streit gehabt mit meinem Chef und fahre jetzt nach Hause. Und was dann halt oft passiert, sozusagen der Druck, der mir vermittelt worden ist, der Streit, die Aggressivität, die ich vielleicht dann habe, die Wut, den Zorn, wo lege ich das hin? Natürlich beim Auto in die Fahrweise. Man fährt dann halt schneller, man fährt aggressiver, man fährt abrupter, man fährt leichter auf andere, überholt unter Umständen riskanter. Das wäre natürlich sozusagen die Situation, die man dann auch angehen muss. Aber natürlich die persönlichen Bezüge. Wie reagiere ich darauf, wenn jemand mit Druck auf mich ausübt, wenn ich
mich ungerechtfertigt behandelt fühle. Was passiert da in mir emotional? Wie kann ich damit besser umgehen, dass ich das im Auto dann eigentlich zum Beispiel am Gaspedal auslebe? Mhm. Also das ist eigentlich einer unserer Inhalte zum Beispiel. Also ganz, ganz viel Selbsterfahrung eigentlich, oder? Sich selber kennenzulernen, ja. Wie dick ich denn in solchen Situationen? Und das ist auch eine tolle Herausforderung für die Teilnehmer bei unseren Nachschulungen, vor allem wenn es auch junge sind, die das natürlich jetzt nicht von Haus aus immer machen. Mhm. Kann ja auf der einen Seite natürlich auch, auf der anderen Seite ein Mordspotenzial haben, ganz klar. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass sowas ja auch, wenn ich mit dem noch nie irgendwie zu tun gehabt habe, vielleicht auch Ängste weckt. So, wie so quasi, da werden Seiten aufgedeckt von mir, die kenne ich vielleicht selber noch nicht da. Zum einen so diese persönliche Angst, plus, wenn ich so richtig sehe, es ist ja oft auch so in Gruppenkontext, wo du ja tätig bist, oder? Das heißt, ich habe ja andere Leute auch nochmal drinnen, oder? Und die hören und sehen mich ja dann auch. Und vielleicht in einem Bereich, wo ich nicht unbedingt sehen werden will, oder? In einer Verletzlichkeit und. Ja, ja, man merkt es dann natürlich auch immer wieder an Widerständen, die sich dann auftun, wenn jemand da eben nicht das richtig machen kann, heißt es dann, aber dann ist es halt wahrscheinlich doch auch öfters wie auch so eine Thematik im Hintergrund. Du hast recht, es kommt öfters in Gruppen. Ich arbeite auch immer wieder auch in Einzelnen mit den Leuten, da passiert es weniger, weil man natürlich auch viel individueller und persönlicher umgehen kann und auch zugehen kann auf denjenigen. Mhm. Meistens sind es ja auch jugendliche Männer. Okay. Im Zusammenhang. Aha. Das heißt, geschlechtsspezifisch sind da Unterschiede wahrzunehmen. Sie werden, je jünger der Teilnehmer ist, umso weniger wahrzunehmen sein. Aber wenn man jetzt vom Alkoholauffälligen spricht, das ist schon in erster Linie ein Männerthema. Mhm. Beim Thema Geschwindigkeit, da holen die Frauen oder die Mädels, muss man in dem Fall nur sagen, bei den 17-, 18-, 19-Jährigen, die holen da schon gut auf auch. Ja, sehr, sehr vielfältig. Elmar, spielen wir doch ein Lied. Was wird denn jetzt an dieser Stelle ganz gut passen? Ja, was vielleicht passt so zum Thema jetzt auch. Es geht dann auch viel um eben Selbstwahrnehmung und sich selber zu entdecken neu, wie wir jetzt herausgearbeitet haben zwischendurch. Wie wäre es mit Bon Jovi, Keep the Faith? Mhm, gerne. Sinn, Gedank, Gedank, Gedank. Gedanken mit Sinn. Also meiner Meinung nach hat alles im Leben einen ganz, ganz großen und tiefen Sinn. Und das zu erspüren oder zu erfahren, ist, glaube ich, das Wesentliche. Das ist für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig. Und habe auch sehr viele Erfahrungen gemacht, dass vieles im Leben, auch wenn man es nicht immer gleich versteht, dass es einen Sinn hat. Und kann ich nur weitergeben. Also Sinn ist nicht etwas, sozusagen, ich muss in meinem Leben einen Sinn finden, sondern den Sinn im Handeln, in der Verrücktheit, in der Schrägheit, in der Neurose zu erkennen. Also das würde ich so verstehen als Sinnzusammenhänge entdecken, warum ich so bin, wie ich geworden, also wie ich bin. Den Hintergrund meines Lebens. Mein Sinn ist es, präsent hier sein, hier zu sein, mit allen Sinnen, das Jetzt wahrzunehmen und das Leben zu genießen, in vollen Zügen, in allen Bereichen. Sinn, Sinn. Gedank, 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 Gedank. Gedanken mit Sinn. Meine Damen und Herren, Sie hören die heutige 19. Sendung von Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung hier auf Freirad 105,9. Sie können auch, fleißige Hörer wissens, die Sendungen nachhören. Auch diese Sendung, gehen Sie einfach unter www.sinn-los.at und schauen Sie in den entsprechenden Rubriken nach. Dann können Sie vermutlich eine Woche später, nachdem Sie jetzt diese Sendung gehört haben, das herunterladen. Heute mein Studiogast Elmar Huber, Verkehrspsychologe, Arbeitspsychologe, das Thema Verkehr, / Mobilität und Sinn. Ganz interessant haben wir uns schon über verschiedene Bereiche unterhalten. Was ich jetzt noch gefunden habe, ist ein Zitat von Louis. Ich kann nicht
Französisch, also bitte verzeihen Sie mir. Vendredi de Sonnière, könnte sein, dass es so ausgesprochen gehört. Praktische Ratschläge für Automobilisten. Herausgeben 1902. Was wir da lesen können, ist Folgendes. Welche Freuden liegen aber in der Unabhängigkeit, die er, der Motorwagenfahrer, das Automobil, uns verschafft in der Befreiung von Eisenbahnzeigern und Stundenplänen, in der Verschiedenheit der Vergnügungen, die er bietet, in den friedlichen, zwischen lachenden Feldern und blühenden Bäumen liegenden Wegen, ohne Telegrafenstangen, ohne Tunnels, ohne Bahnhöfe. Elmar, was sagst du denn dazu? Dass das ein bisschen weniger blumig ausgedruckt 1:1 von einem Nachschlusskandidaten bei mir kommen könnte. Okay. Also diese, wir haben sie schon angesprochen, diese Identifizierung mit dem Fahrzeug und diese persönlich erlebte Freiheit und Unabhängigkeit dadurch, das ist einfach ein riesengroßes Thema. Und da darf man jetzt wirklich auch nicht nur an den Jugendlichen denken, das ist, glaube ich, für alle Altersgruppen gleich wichtig. Von unserem Altersgenossen, wo wir jetzt sind, 40 aufwärts, abwärts ein bisschen. Aber natürlich auch, wenn wir das Altersspektrum auf der anderen Seite betrachten, die Senioren, die ja auch ganz strikt, vor allem in den ländlichen Regionen, mit der Unabhängigkeit zu kämpfen haben und das eigene Auto natürlich da sehr lange das einzige Medium dann ist, oftmals auch unabhängig von eben Busfahrplänen und Taximöglichkeiten erlebt wird, als das, wo man sagt, okay, da kann ich mich noch selber bewegen, da kann ich noch ich selber sein. Also es sind jetzt teilweise auch Zitate von Senioren, die mir auch schon begegnet sind. Und umgekehrt, wenn es dann halt irgendwann vielleicht, und das ist bitte nicht bei allen Senioren im gleichen Zeitraum der Fall, nicht mehr geht, das dann halt doch auch als sehr gravierenden Einschnitt erlebt wird. Viele sagen dann als Sargnagel auch erlebt wird, dass einer das Führerschein abgeben müssen dann unter Umständen. Und das ist für doch einige halt ein Thema. Sargnagel klingt zart. Also ja, das heißt, da merkt man, wie tief das geht. Gell? Ja, also das ist schon etwas. Also die Identifizierung mit dem Fahrzeug über das Thema Mobilität, über selbstständig leben können, selbstständig entscheiden können. Das ist natürlich parallel mit der eigenen Umwelt, dass man nicht in ein Heim muss, sondern eben daheim bleiben kann und das dann auch durchaus, solange es gut geht, selber managen möchte und kann. Und das eigene Fahrzeug ist natürlich das, ja, die Tür zur Welt für viele. Die Tür zur Welt, ja, okay. Und von der Warte natürlich auch nochmal extrem verständlich, gell, bei dem Jugendlichen vielleicht dann schon mit 16, mit 15 so das Moped oder dann mit 17, mit 18 das Auto, ja. Also für was das alles auch steht, wie wir zuerst schon gehabt haben, gell. Meine Damen und Herren, ich war ja selber in dem Bereich Mehrphasentraining einmal eine Zeit lang tätig, so in dem präventiven Bereich und habe da im Zuge von diesen verkehrspsychologischen Gruppengesprächen drei Fragen, so die einzelnen Gruppenteilnehmer über die Kurse hinweg einfach auch gefragt. Und da war es zum einen, welche Bedeutung hat für dich der Führerschein? Warum hast du den Führerschein gemacht? Und was bedeutet Autofahren für dich? Folgende Antworten sind da eigentlich drauf gekommen. Ich habe sie ein bisschen zusammengefasst. Man könnte sagen, genau wie wir zuerst gesagt haben, ganz viel Mobilität, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Flexibilität, Freiheit, Luxus. Ganz, ganz viele Wortnennungen in diese Richtung. Aber auch die Notwendigkeit, ich brauche den Führerschein beruflich, damit ich bessere Chancen im Beruf habe. Ich brauche den Führerschein, um besser, schneller in die Schule, Universität zu kommen. Dann so Kriterien wie Mann ist einfach schneller, Frau ist einfach schneller, also in gewissem Sinn Zeitersparnis, Spaß und sowas auch wie eine Pflicht, gell? Eine Pflicht gegenüber Arbeitnehmer, Gesellschaft. Man muss heutzutage einfach den Führerschein haben. Ohne Führerschein ist man nichts. Der gehört irgendwie dazu, richtig so in Richtung an gesellschaftlichen Zwang. Auch sowas wie, es ist uncool, einen Führerschein nicht zu haben. Wie steht denn dann da vor Freundinnen, vor meinen Kolleginnen? Führerschein als Kennzeichen eines Lebensabschnittes. Zeichen für Erwachsenwerden ist also daherkommen, wirklich so in dieser Formulierung. Dann auch vielleicht auch in ländlichen Regionen, um im Notfall überhaupt irgendwo hinzukommen, brauche ich einen Führerschein.
bei Eltern ist so daherkommen, Kinder, Einkauf, praktisch Auto fahren zu können, wird nicht gehen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und es ist nie mehr so leicht, einen Führerschein zu machen, als wie jetzt mit 18. Also auch dieser Aspekt, gell, wo einfach so das bisschen, glaube ich, reinkommt, so was zu was für Zeit mache ich das Ganze. Ja? Elmar, ganz ein Haufen Punkte, gell? Fällt dir denn ein dazu? Ja, das sind die relevanten Themen. Also ich habe ja auch diese Mehrphasenausbildung eine Zeit lang mitgemacht. Aber das sind natürlich auch die Themen, die dann die jungen Menschen wieder betreffen oder immer noch betreffen, wenn sie dann zur Nachschulung kommen müssen, sprich, wenn was passiert ist bereits. Mhm. Und da hat man dann natürlich auch gute Ansatzmöglichkeiten, um das aufzuarbeiten und anzuarbeiten. So, was ist die Motivation? Warum habe ich das Fahrzeug? Warum habe ich so ein starkes Fahrzeug? Mhm. Ich habe jetzt eine Nachschulung in Freiberg abgeschlossen, alle Teilnehmerfahrzeuge mit Untergrenze 136, 140 PS und im mittlerweile oft genug, fast schon regelvoll, liegen wir im Bereich 200 PS und mehr. Und dann ist natürlich auch irgendwie klar, und das weiß auch jeder Teilnehmer einer Nachschulung dann, dass klar ist, dass so ein Fahrzeug natürlich ganz schwer ist, auf 50 km/h, 60 km/h zu begrenzen und halt ganz leicht diese Motivationen dann ausgelebt werden. 200 PS und mehr, paar. 200 PS und mehr. Hm, teilweise selbst gekauft, teilweise geschenkt von Großeltern, gut meinenden Eltern. Meine Damen und Herren, da passt gut das Anfangslied, gell, weil Sie gehört haben, 300 PS, gell, also da sind wir nicht weit weg von diesen Größen, gell. Boah, wenn man sich das vorstellt, oder? Wenn man das zurück auf den Ursprung des Wortes bringt, oder? 200 PS, da hätte man 200 Pferde vor dem Karren. Da muss man schon was zügeln können, ja? Ja, also ich bringe dieses Beispielbild, was du jetzt gerade eingeflochten hast, mit den ursprünglichen PS-Stärken sehr gerne her und dann werden die Augen mal im Moment lang immer größer. Ja. 300 Pferde im Zaum zu halten, das ist eine Herausforderung. Elmar, spontan liegt mir eine Frage auf der Zunge, gell? Was war denn das Zachste, was gehört hast bis jetzt so im Rahmen von deiner Tätigkeit, im Rahmen von diesen Posen? Natürlich Zach individuell gesagt, gell? Zach kann sehr viel bedeuten. Ja, ja, wenn man jetzt... Wollte man da einfach nur das Erstbeste natürlich eins sagen, ist relativ und habe vieles gehört und erlebt. Das Erste, was war, war jetzt bei einem 90-Jährigen, aber bleiben wir bei der Jugend, wo ich immer wieder auch Beispiele bringe von Leuten, die eben davor gehabt habe und was erzählt worden ist, auch natürlich von Unfällen, Schwerverletzten. Und da gibt es zum Beispiel in Vorarlberg draußen eine Familie, die hatte mal 4 Söhne. Und von diesen 4 Söhnen, da lebt jetzt nur noch einer. Und alle 3 anderen sind an Verkehrsunfällen, und zwar wirklich bei Races, also bei Rennen, im Straßenverkehr verstorben. Also ein Beispiel. Ein Beispiel. Wie lebensbedrohlich, wie Tod und Spaß, Tod und Freiheit, wie diese Kernthemen zusammenhängen. Gell? Das Zachste ist nicht diese Aussage an sich, sondern wie die Leute damit umgehen und reagieren. Also da ist halt eine halbe Minute Betroffenheit, aber dann teilweise, ja, okay, blöd gelaufen. Und dann muss man natürlich weiterarbeiten, das ist klar. Und das ist dann wieder das Spannende, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ja. Aber was man sicher sagen kann, es ist sehr leicht, irgendwie persönliche Betroffenheit herzustellen, aber das eigene Verhalten, sei es nur kurz oder zumindest mittel- oder langfristig umzustellen, ist natürlich eine schwierige Aufgabe und das geht nur mit demjenigen. Da reichen auch alleine keine Strafen und keine Führerscheinzüge. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung. Heute zum Thema Verkehr, Mobilität und Sinn. Wir sind jetzt schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich habe es wieder als eine sehr, sehr interessante Sendung empfunden. Mein heutiger Studiogast hier im Studio, Elmar Huber, Verkehrspsychologe, Arbeitspsychologe, wie es gehört haben, jemand, der ein breites Erfahrungsspektrum in diesem Bereich hat. Wenn Sie mehr über meinen Studiogast in Erfahrung bringen wollen, dann gehen Sie auf die Homepage, da sind ja die Verlinkungen dazu. Meine Damen und Herren, die nächste Sendung wird am 2. Jänner, ja schauen Sie, da sind wir schon im Jahr 2014 stattfinden. Um was es dann genau gehen wird, ist jetzt auch noch nicht bekannt. Gehen Sie rein unter www.sinn-los.at und da werden Sie nähere Informationen finden dazu. Sollten Sie selber zu mir in die Sendung kommen wollen, bitte gehen Sie auch auf die Homepage, da ist dann der Link zur E-Mail-Adresse und schreiben Sie mir eine Mail. Gerne würde ich auch mit Ihnen über verschiedene Themen mich unterhalten. Sie können auch gerne mir
irgendwelche Feedback schicken, Anregungen schicken. Sie können mir auch gern Wortbeiträge schicken für die Rubrik Sinngedanken, Gedanken zum Thema Sinn, die Sie gehört haben. Ja, entweder schreiben Sie mir was rein oder nehmen Sie was auf und schicken es mir. Also bitte gerne. Sie können auch dann in den weiteren Live-Sendungen hier im Studium anrufen. Da werde ich es wieder bei den nächsten Sendungen sagen. Elmar, am Ende dieser Sendung, was wäre dir noch wichtig, wo du sagst, okay, hier im Radio, vielleicht auch mit dem Vorteil, nicht nur verkehrsauffällige Lenker, so wie wir gehört haben, so eine wesentliche Gruppe in deiner Arbeit als Gegenüber zu haben, sondern vielleicht auch so ein bisschen ein breiteres Gegenüber zu haben von Leuten, was vielleicht zufällig eingeschalten haben und sagen, aha, um das geht's heute. Wenn diese Leute Auto fahren, was könnte ich ihnen mit auf den Weg geben? Ich rede jetzt da nicht nur vom Autofahrer, sondern auch vom Radlfahrer, vom Fußgänger, überhaupt vom Verkehrsteilnehmer, beziehungsweise von dem Menschen, der sein Haus verlässt. Es ist oft sehr leicht, über die anderen Menschen zu urteilen, zu richten, zu bewerten, bis hin zu schimpfen. Viel würde dadurch in die richtige Richtung gelenkt werden, und das wäre auch ein Anliegen von mir. Und diese Frage kann man sich auch täglich selber stellen. Was kann eigentlich ich beitragen und tun, damit manche Probleme weniger werden, auch im Straßenverkehr? Eine treffende, interessante Überlegung am Ende dieser Radiosendung. Elmar, vielen Dank, dass du heute hier warst im Studio. Danke dir für die Einladung. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen noch einen weiteren sinnvollen Abend. Schalten Sie wieder ein das nächste Mal, wie gesagt im Jänner, wenn es wieder heißt, der existierende Mensch. Elmar, was spielen wir zum Schluss noch für Musik? Zum Schluss, ich möchte zuvor noch einen schönen Advent wünschen und schöne Weihnachten. Und zum Schluss, wie wäre es mit der Live-Version von Robbie Williams' Feel? Ich glaube, das ist ganz passend. Auch von mir noch. Schöne Weihnachten.